Ja, was? Guckst du denn so? Ja, ich muss hier diese Scheiße hier machen. Irgendwie hier rummauern. Hier ist auch jetzt die Treppe neu eingebaut worden. Mein Bruder tut das entsprechende. So, soll ich mal runterkommen oder? Ja, komm bitte mal wieder runter, ja. Machst du mal zwei links, einen quer, dann oder wie? So ein Mann. Da hast du den ja falsch. Du machst es schon. Na? Wie soll ich das jetzt? Hey, ich wollte dann gleich welche so legen. Gut, dann mach ich es halt anders. Du, ich will dir dann einrechnen, du machst das immer sehr, sehr gut. Ich habe hier nur noch keinen Plan, was ich hier machen soll. Und du stehst und musst filmen. Oder was? Ich weiß nicht, ob das toll wird. Woher soll ich das wissen? Also vorher, nur zur Erinnerung, war das ja so arrangiert, dass das einfach nur hier so lag. Gib mir doch mal bitte Steine. Na gut. Ja, das sieht doch eigentlich schon solide aus. Das wird ja wohl halten. Ja, denke ich mal. Denke schon. Also zur Erinnerung, vorher war die Treppe ja nur so halb fest und hinten waren einfach so komische so Steinsammelsurium zum Rauftreten, weil manchmal ist es hier natürlich feucht drin, ne? Das ist klar. Das ist bei uns hier so, ne? Wieso ist das eigentlich so? Das ist doch blöd. Ja, genau, so saure Sache. Man sieht nicht, ob das so toll ist. Da haben wir das Wasserbad. Die Steine sind gut. Müssen wir das wieder hochkriegen. Soll da von außen das auch nochmal eingefasst werden? Nee, ne, soll nur draufstehen, oder? Du meinst, wenn er nicht weg kann? Ja. Ja, dann machen wir es halt ein bisschen breiter, meine Güte. Ne? Weil keine Steine mehr haben. Wie? Nee? Ja, doch. Dafür soll es wohl noch reichen. Mach mich nicht schwach, Idiot. Idiot. Was hast du denn für tolle ockerfarbene Steine hier? Ja, das sind Sandsteine. Natursandstein. Bio. KS Natur. Toll. Das haben viele nicht. Achso, muss ich jetzt noch oben mal einen halben holen. Hast du noch halbe? Hol dir mal einen Hammer. Einen Hammer dabei, dann kann man vielleicht selber. Da haben wir noch die Kellertreppe wieder hin. Wir haben ja dieses Podest gebaut, weißt du noch? Hast du ganz vergessen, ne? Ganz vergessen, muss ich sagen. Ja, und jetzt ist das natürlich schon lange hart. Das wäre auch gestern und vorgestern und letzte Woche schon hart. Aber jetzt wollen wir mal in die Treppe gucken, ob das Podest überhaupt funktioniert. Ja, warte, ich komme mal runter. So. Das ist das. Das ist doch das Podest. Weißt du das gar nicht mehr? Für wen weiß ich das noch? Du weißt das doch noch. Ich wollte nur einen lustigen Witz machen. Das soll jetzt hier das Podest sein, oder was? Ja. Einer auf den. Einer auf den. Ja, das hat sich ja auch erledigt. Machst du jetzt einen auf den? Jetzt muss ja die Leiter stehen. Es wird 1A, wird es. Nein, noch nicht. Doch, das wird super. Einmal rein. Cool, wir machen was. Wo soll ich denn jetzt hin? Soll ich da unten drunter? Nee, das muss ja erstmal nach da. Dann schieben wir es hoch, dann so. So habe ich gedacht, oder? Okay. Anders geht es, glaube ich, nicht. Ja, jetzt müssen wir hier beide hin. Jemand dran, Spezi. Ich bin am Spezi. Ach ja. Geht das so? Da ist noch so ein Pimmel dran. Ja, den war. War das ja richtig, dass dahinter ist? Ja, 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 so. Ist er hier auch höher? Nee, er muss eigentlich. Jetzt. Oh nee. Jetzt ist er schon richtig. Oder jetzt links höher ist als rechts. Naja. Aber guck mal, wie cool die jetzt sitzt.
nicht hin. Da kann er wirklich nicht abrutschen. Das ist gut. Das ist einmal frei. Ich muss schon sagen, das ist toll. Wieso hier du die gemacht hast. Ja. Die kann ja echt jetzt nicht weg. So kann man hier gut runter. Hier sieht man's, ne? Ja, jetzt ist die Nacktor fest. Da kann ja nichts mehr passieren, weißt du? Ja. So denn, das ist billig mit den Steuern. Die hatten wir da. Die sind vom Schornstein, weißt du noch? Ja. Die hast du erst runtergetragen, dann wieder hoch zum Beschweren, dann wieder runter und dann nochmal weiter runter in den Keller. Da bleiben sie, aber wie du siehst, bleiben sie dort immer. Ja, jetzt bleiben wir erstmal. Man weiß das ja nicht, wie lange die da bleiben. Die werden ja mit Sicherheit eine Weile hier unten bleiben. Ja. Weißt du, wie ich meine, ne? Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Nee, na, was, wieso soll das denn schlecht sein? Das ist super. Dann so, einer auf 10. Nee, also hier kann er nicht weg. Der kann nicht weg, das ist super. Und du hast unten nochmal einen Modest. Genau, wenn hier manchmal ein Zentimeter Wasser steht vom Grundwasser. Dann kannst du dich noch hinstellen da unten und Wäsche waschen. Richtig. Waschbrett. Also so. Mhm. Guck mal, jetzt können wir den ganzen Scheiß. Hier ist der Gartenstuhl. Siehst du, den haben wir, haben wir vergessen, dass der hier ist. Neulich haben wir Leute da und dann so. Hatten wir nicht vier von den blauen Stühlen? Ja, jetzt fällt es mir ein, der ist der Ständer vom Router. Das sind die guten Stühle von Hanni und Martin. Ach so, das sind die, ja. Müssen wir raus und Hanni und Martin mit den Stühle. Props gehen raus. Ja. Jetzt hier, kann ich hier ein bisschen Steine schleppen, dann fegen wir das einmal durch, dann haben wir ja auch ein bisschen Zauber und Anblick. Die Leiter kann hoch, wir sind jetzt hier erstmal wieder dumm. Man kann die ja jederzeit nochmal wegnehmen, wenn wir da jetzt umbauen oder was weiß ich. Mhm. Aber so kann erstmal jetzt nicht mehr weiß was passieren. Irgend so halbe Bordsteine, jahrelang hier auf irgendwas. Ja, ich glaube, dann fegen wir nicht mehr hier eine Maske auf. Schöne erste Stufe hier. Da kann man wenigstens nicht mehr stolpern, Dion. Deutlich besser, ja. Ah, wie schön gerade die Treppe ist. Das zeigen wir Uwe, weil der hat gesagt, pass bloß auf mit der Treppe. Hier, wir brauchen noch 2 Meter LAN-Kabel. Ich schmeiß es weg. Ohne Stecker, ohne nix. So sauber war der noch nie. Weil am Anfang war hier ja diese andere Scheiße. Die Tupper-Scheiße und was nicht alles. Ja. Ich soll hier den Schaum wegmachen. Ich soll hier den Schaum wegmachen. Ja, aber das geht auch gut. Guck mal, jetzt kannst du hier so. Was sagst du dazu? Guck mal, oh, hier, sauber und ordentlich. Das ist sauber und ordentlich geschaut worden. Siehst du es? Mhm. Sauber und ordentlich. Ist wieder alles vollgesifft. Du Armer, du hast doch hier gesäubert. Gemacht und getan. Das ist dann der Dank. Wie ein Bekloppter. Zaubern und ordentlich, wirklich mal. Oben Hui, unten Pfui, würde ich mal sagen. Ja, hier ist noch wirklich, also, ja, stimmt schon. Vor allem, es geht dann langsam in Grün über. Ich weiß nicht, was das. Irgendwo muss man die Reste ja hinknallen, ne? Ist schon so. Das, mein, das glaubt man, dass das richtig was bringt. Immer auf den. Alles, was man macht, ist gerade toll und sinnvoll. Ja. Auch den. Jetzt im Moment schon, also wirklich. Wie soll ich denn hier jetzt rankommen, Eisen? Und
Wie hast du geschlafen? Was ist das für eine Frage? Erzähl doch mal was von dir, so privater Natur. Ich gehe manchmal auf Klo, manchmal esse ich was. Manchmal liege ich im Bett und schlafe, manchmal liege ich im Bett und schlafe nicht. Das sind alles so Sachen, die die Leute auch machen. Aha. Meinst du machst irgendwas anders als die meisten anderen? Es gibt ja viele andere. Irgendwas machen die immer, was man auch macht. Oder wie? Also bist du normal, oder wie? Ich bin schon relativ normal. Ich bin schon sehr normal. Das ist schon, dann abnormal. Oh nein. In dem Fall ist normal, ich könnte ausrasten. Nein, auf den. Wieso haben wir hier nur so viel Schaumwein gesprüht? Das war doch eine scheiß Idee. Das war doch wirklich eine scheiß Idee. Es quillt raus aus allen Ecken, aber in der hier. Reingequillt ist nicht? Irgendwie nicht. Mm. Da kann man es auch echt lassen hier. Was ich hier mache, ist eine bescheuerte Scheiße. Ist doch scheiße, jetzt alles wieder voll Dreck. So ein nice Dreck. Aber ich muss das machen, weil ich habe das auch geschont. Das kann nicht sein, dass das jetzt nicht gemacht wird. Das muss schon sauber und ordentlich sein. Es gibt in Amerika, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Nee, habe ich bei YouTube gesehen, ehrlich gesagt. Wir haben dann so einen Container genommen, weißt du, wohl diese 20-Fuß Shipping-Container. Ja. Und dann haben die halt von außen oder von innen, haben die diesen, so auf so einer breiten Düse, schäumt da einer im ABC-Anzug, schützt alles aus und dann ist der angeblich toll gedämmt. Ich weiß nicht. Mich nervt das jetzt echt, ne, dass hier so viel Dreck. Ich fege das gleich. Das kann ich nicht ab. Das ist so schön gefegt. Das ist jetzt so verdreckst zu sehen. Das ist für mich eine Riesenenttäuschung. Na gut. Habt ihr da geschäumt? Uwe. Habt ihr da geschäumt? Ja, na klar. Ja, wir wollen auch mal bei euch im Video sein. Können wir mal kommen? Hatte ich schon einige Anfragen. Ja, ständig wollen die Leute. Weil wir sind natürlich jetzt schon echt bekannt. Ne? Ja, und das geht natürlich an den großen YouTubern nicht vorbei. Nee. Dass wir, wir sind jetzt ein Player auf dem Spielfeld. Ja. Das ist ein Global Player. Wie blaublos, das sind jetzt Global Player. Die sind jetzt mit dabei vorne, ganz vorne mit dabei. Jungs. Seid mir nicht böse, aber wir haben verdammt hart für gearbeitet. Ja? Man muss das vom Herzen her verdient. Wir haben wirklich jeden Tag haben wir da knallhart dran gearbeitet. Und jetzt wollt ihr uns den Sieg nicht gönnen. Ihr seid doch Arschloch-Hater. Ihr seid Hater. Hier, du Stängelpenner. So, jetzt machen wir hier noch und dann ist gut. Ich habe keinen Bock mehr. Man macht sich Arbeit, damit man dann bloß wieder was zu arbeiten hat. So, schau her. Da schau her. Ach hier, guck mal, aber das ist schon schön, wenn das so zu ist dann, ne? Ja. Dass die Spinnen sich nicht immer abseilen. Mm. Das macht schon einen Unterschied nachher. Das glaubt man. Mm. Oben waren Spinnen und Mücken und was nicht alles so. Ich wege das jetzt nochmal schnell. Hast du einen gelben Sack offen? Oder hast du einen Arsch offen? Könnte es sein, ich guck mal. Ich wege das aber nicht so, ich mach einfach, ich schlag das.